Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Krieg in Syrien tobt seit fast 5 Jahren. Man könnte viel sagen über versäumte Chancen, über die Breite und Unschärfe roter Linien, über das Versagen der Staatengemeinschaft, über Nichtwahrnehmen, Nichthandeln von Schutzverantwortung und andere Versäumnisse. Schlicht, man könnte viel darüber sagen, warum wir genau so lange nicht richtig hingeschaut haben, wie kaum Flüchtlinge aus Syrien bei uns ankamen. Syrien ist eine Chiffre geworden für eine Vielzahl von Dilemmata. Es ist eine Chiffre geworden für die Abwesenheit von einfachen Antworten, ist die Abwesenheit von einfachen Wahrheiten. Und ich stehe hier nicht in der Attitüde derjenigen, die alles besser weiß oder schon immer gewusst hat. Aber was ich von Ihnen verlange, was ich von Ihnen verlange, ist Wahrheit über die Situation und Klarheit über die Linie. Frau von der Leyen, schon der Zickzackkurs in Bezug auf die Beteiligung der Regierungstruppen von Assad ist doch alles andere als eine echte Vertrauensgrundlage. Und wenn man das sagt, dass es nicht einfach ist, Antworten zu geben, Herr Steinmeier, dann ist es wirklich bodenlos, uns vorzuwerfen, unsere Motivation sei ein möglicher Anschlag in Deutschland. Nein, wir reden gerade über Verantwortung, und das wissen Sie ganz genau. Mit den Anschlägen in Ankara, in Bagdad, in Beirut, in Tunis und in Paris haben wir die grauenvolle Gewissheit, dass die mörderische Ideologie von IS, von Daesh, ihren Weg über seinen unmittelbaren Herrschaftsbereich hinaus nach Europa gefunden hat. Sie ist nicht mit Schlauchbooten und überfüllten Zügen zu uns gekommen, wie die Menschen, die vor der grauenvollen Ideologie und den fürchterlichen Auswirkungen geflohen sind. Sie ist durch Websites gekommen, durch Videos in die Köpfe derer, die den Kampf gegen unsere europäischen Werte mit Maschinengewehren und Sprengstoffgürteln hier kämpfen wollen. Radikale Auslegungen des Islam wie der Wahhabismus verbreiten sich weltweit mit Hilfe von Sponsoren aus Saudi-Arabien und Katar, die zwar gute Wirtschaftsbeziehungen zu Europa pflegen, das muss sich Herr Gabriel anhören, aber mit ihren Gewinnen genau das ideologische und materielle Fundament für diesen irrsinnigen Terror liefern, meine Damen und Herren. Und Syrien ist genau wie der Irak zu einem Ort geworden, in dem das machtpolitische Vakuum gefüllt worden ist von diesem Terrornetzwerk. Ein Terrornetzwerk, das beide Teile seines selbstgewählten Namens in grausamer Weise pervertiert, nämlich Islam und Staat. Beides ist es nicht, und beides wird pervertiert auf diese Art und Weise. Meine Damen und Herren, nach den brutalen Terroranschlägen haben unsere Partner in Paris, haben Sie unsere Solidarität verdient. Der Anschlag gilt uns und unseren gemeinsamen Werten. Und es ist alles andere als leicht, hier zu stehen und einem Mandat nicht zustimmen zu können, das behauptet, es sei die Ausfüllung dieser Solidarität. ISIS muss militärisch bekämpft werden. Da sind wir mit Ihnen einig. Und wir sind wahrscheinlich auch einig, wenn wir sagen, besiegt werden kann es nur politisch und ökonomisch. Militärisch ja, aber wie und von wem und mit welcher Strategie, darauf haben Sie immer noch keine Antwort gegeben. Auf die erste Frage haben Sie eine schlechte Antwort gegeben. Ihre schlechte Antwort heißt, es gibt Angriffe aus der Luft und unsere Verbündeten sind Putin und der Massenmörder Assad, die wir irgendwie, aber in jedem Fall einbinden wollen. Zwei, deren Feind mitnichten zuerst ISIS ist, sondern die syrische Opposition. Kommt Ihnen das nicht vollkommen schräg vor, meine Damen und Herren? Das Ergebnis wird doch sein, dass Assad gestärkt wird. Und Sie meinen, man müsse endlich mit ihm reden. Ja, bitteschön. Was passiert denn seit vielen Jahren? Was tut denn Stefan de Mistura? Das Ergebnis ist zu besichtigen, dieser Gespräche.
Stabilität jedenfalls ist es nicht. Wem genau hilft denn diese Partnerschaft? Und Herr Barstein, einfach auch an Ihre Adresse. Davon zu reden, dass der Westen gegen die Muslime kämpft und die Rolle Putins und Russlands dabei vollkommen auszublenden, ist weder ehrlich, noch hat es irgendwas mit einer echten Strategie zu tun. Und deswegen, da wo andere schon am Wochenende mit einem einfachen Nein oder einem bedingungslosen Ja entschieden haben, haben wir sehr bewusst das vorliegende Mandat ausgiebig geprüft und debattiert. Ich kann nur sagen, Sie haben uns nicht überzeugt. Die Zweifel an der völkerrechtlichen Grundlage bleiben, aber vor allem die zentralen Fragen über diesen Einsatz können Sie nicht beantworten. Unter welchen Bedingungen wird der Einsatz denn wieder beendet? Wie soll ISIS wirklich verdrängt werden? Und wer schließt dann das Vakuum am Boden, nachdem ISIS aus diesen Gebieten verjagt worden ist? Wer sind eigentlich genau unsere Partner am Boden? Und wie stabilisieren und unterstützen wir sie? Und welche Ziele verfolgen Sie konkret mit diesem Einsatz? Sie sprechen ja von einer Allianz von 64 Staaten. Sie haben das gerade noch einmal bei der Befragung gesagt. Was Sie nicht sagen, ist, dass diese Akteure völlig unterschiedliche Ziele verfolgen. Herr Erdogan behauptet, ISIS zu bekämpfen, bekämpft aber die Kurden, die ihrerseits den IS bekämpfen. Wladimir Putin bekämpft zuallererst die Freie Syrische Armee rund um den Stützpunkt Latakia und hält seine schützende Hand über den Schächter Assad. Russland hat in diesem Krieg bereits Fakten geschaffen. Es stellt die Luftwaffe für Assads Bodentruppen und hat an der Grenze zur Türkei faktisch eine Flugverbotszone errichtet. Ja bitte, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass die von den deutschen Tornados gewonnenen Informationen nicht über Putin, dann auch bei Assad landen? Darauf gibt es bis heute keine Antwort. Mit wem, für wen und mit welchem Ziel? Sie sagen, Sie hätten eine Koalition der Willigen. Nur der Wille in dieser Koalition ist eben sehr unterschiedlich. Und das Rumeiern in puncto Kooperation mit Assad oder seinen Truppen bedient doch die Rekrutierungspropaganda von ISIS. Und damit werden die Sunniten in die Arme von ISIS getrieben. Und das können wir nicht wollen. Das können wir gemeinsam nicht wollen, meine Damen und Herren. Das gilt übrigens auch für die Linke. Frau Wagenknecht hat ja am Wochenende erstmal reflexhaft Nein gesagt und dann aber, dass die Zusammenarbeit mit Russland und Assad begrüßt werden müsse. Wer Assad für das kleinere Übel hält, muss die Frage beantworten, wie er es denn hält, mit den beschlossenen und nicht umgesetzten UN-Resolutionen, die ein Ende des Abwurfs von Fassbomben und die Einrichtung von humanitären Zugängen fordern. Diese Frage wird in diesen Tagen überhaupt nicht gestellt, meine Damen und Herren. Und wer von Realpolitik reden will, der muss auch realistisch sein. Glauben Sie denn im Ernst, ein Flüchtling kehrt nach Syrien zurück, in dem Assad und seine Schergen eine Rolle spielen? Und es bleibt dabei, wer ISIS und die Islamisten wirklich demoralisieren will, der entzieht ihrer Ideologie den Boden. Dort, wo sie verbreiten, wie schrecklich und abgründig das Leben im Westen ist, dort, wo sie behaupten, dass Menschen, die Muslime sind, hier schlecht und schlechtest behandelt werden, setzen wir eine Kultur von Willkommen und Integration entgegen. Und nein. Das ist nicht radikal-pazifistisch. Das ist auch nicht die andere Backe, die man hinhält. Das ist der härteste Kurs für ISIS, den wir fahren können, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich anschauen, was Sie im Internet verbreiten, dann sehen Sie, dass diese Position genau gestützt wird. Wir müssen fragen, was dieses aktionistische militärische Eingreifen zu diesem Zeitpunkt für den in Wien aufgestellten Fahrplan der Friedensgespräche bedeutet. Und wenn Sie schon nicht mehr über türkische und russische Innenpolitik reden wollen, dann bitte ich Sie doch wenigstens klarzumachen, wie deutlich wir die Umsetzung von Minsk II in der Ukraine weiterhin einfordern, meine Damen und Herren. Und sehr geehrter Herr Außenminister, zum Schluss. In unserer Fraktionssitzung am Donnerstag haben Sie uns ja informiert über die Pläne der Bundesregierung und Sie haben zwei Fragen benannt, anhand derer wir heute über dieses uns nun vorliegende Mandat entscheiden sollen.
Sie haben die Frage gestellt, können wir das leisten und halten wir es für verantwortbar? Die erste Frage ist vermutlich mit Ja zu beantworten. Die entsprechenden Fähigkeiten sind da hoffentlich auch die Ersatzteile. Es ist die zweite Frage, die viel schwerer wiegt. In unserer Entscheidung halten wir es für verantwortbar. Selbst wer die rechtlichen Bedenken beiseite stellen wollte, das wollen wir nicht, oder die Rechtsgrundlage für tragfähig halten mag, das sagen Sie, kommt man nicht umhin, festzustellen, dass es mehr Fragen als Antworten gibt. Niemand will den Feinden der Freiheit und den Angriffen auf unsere Werte und unser Leben tatenlos zusehen. Handeln ohne Perspektive aber, ohne Idee über das Danach, mit Deals zulasten Dritter und zulasten derer, die in Syrien leben und leiden unter ISIS, aber vor allem unter Assad. Meine Damen und Herren, nein, das ist nicht verantwortlich. Das ist zuerst einmal hilflos. Und deswegen für die Solidarität mit Frankreich gilt auch, eine Strategie braucht es, eine langfristige Strategie braucht es. In die können Einsätze eingebunden sein, auch militärische Einsätze. Aber eben mit Partnern, mit denen man es verantworten kann. Sie machen einen Einsatz, der ist kopflos, der ist planlos. Und am Ende ist die Gefahr, dass er das Gegenteil dessen bewirkt, was er bewirken soll. Deswegen bitte ich Sie sehr darum, sich zu überlegen, ob dieser Einsatz wirklich das Ziel verfolgt, ISIS zu bekämpfen, oder ob er kontraproduktiv ist, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt. Der nächste Redner, Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.